wir mal über den Baustellenablaufplan. Und zwar ist es so, der Baustellenablaufplan gibt genau vor, wann was bei euch auf dem Grundstück passiert. Also wann sollten die Tiefbauarbeiten beginnen und wenn die abgeschlossen sind, wann kommt dann zum Beispiel der Keller oder die Bodenplatte? Wann wird der Keller oder die Bodenplatte vom Hausbauunternehmen abgenommen, damit auch das Haus wirklich drauf passt? Und wann kommt das Haus und dann Heizung, Sanitär, Elektro, Estrich, also diese ganzen Gewerke, die halt praktisch nach dem Hausaufbau noch kommen. Und hier ist es ganz wichtig beim Baustellenablaufplan, dass man sich den vorher schon mal aushändigen lässt, damit man selbst seinen Urlaub drauf eintacken kann, aber auch damit man mal versteht, was da für eine Brisanz hintersteckt. Ich habe deswegen einfach mal hier mal so einen Kalender rausgesucht, jetzt beim Fertighausunternehmen. Da ist zwar jetzt nichts eingetragen, aber dass man trotzdem mal die Verhältnismäßigkeit sieht. Wenn das jetzt zum Beispiel so ist, dass zum Beispiel im Dezember, am 18. zum Beispiel, der Elektriker kommen soll und soll dann die Kabel verlegen. Und es gibt zum Beispiel einen Baustopp, weil vielleicht der Bausachverständige irgendwas gefunden hat und will das erst klären. Dann wird es nicht so sein, dass der Elektriker einfach eine Woche später kommt oder zwei Wochen später, sondern er kommt in der Regel dann erst 4 oder 8 Wochen später. Warum? So ein Fertighausunternehmen baut ja in der Regel, weiß ich nicht, 30, 50, 100 oder 500 Häuser. Und dann ist es ja nicht so, dass die Fertighausunternehmen dann wegen einem Baustopp dann, weiß ich nicht, 100 oder 500 Planungen oder Zeitablaufpläne komplett auf den Kopf stellen. Das wäre viel zu teuer und viel zu aufwendig vom Management her. Sondern wird das so sein, wenn jetzt hier ein Baustopp ist und der Elektriker kann nicht weiterarbeiten, dann wird geguckt, wann ist der nächste Slot frei. Das kann dann zum Beispiel weiter hier hinten sein. Und dann darf dann der Elektriker erst weitermachen. Und jetzt kann man erstmal sagen, ist ja gar nicht schlimm, das Haus soll ja auch ordentlich werden. Ja, das stimmt. Es ist aber so, dass ihr dann ganz viel Zeit verliert. Das heißt, wenn dann 8 Wochen auf der Baustelle nichts passiert, ist A schon mal ärgerlich, B ist es aber auch so, dass ihr dann 8 Wochen, also 2 Monate lang, länger Bereitstellungszinsen zahlen müsst und auch länger Miete zahlen müsst. Deswegen ist es ganz wichtig, wenn ihr den Baustellenablaufplan habt und stimmt das mit eurem Bausachverständigen ab, gebt ihm als Aufgabe, dass er gucken soll, dass die Baustelle weiterläuft. Also er soll halt nicht wegen irgendeiner Kleinigkeit gucken, dass man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, versucht, seine Arbeit zu rechtfertigen, sondern dass man sagt, okay, wir ziehen das jetzt weiter durch und finden einen Kompromiss mit dem Bauleiter. Also, wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Ich versuche jedem zu antworten.